Hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen. Mein Name ist Nicole und heute habe ich die aktuelle Trendbox von Trendradar für euch. Wenn ihr wissen möchtet, was in diesem Monat in der nachhaltigen Lifestyle-Box drin ist, bleibt gerne dran. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Die Trendradar Trendbox kommt monatlich zu euch nach Hause. Sie enthält immer 7 Produkte aus den Bereichen Fashion, Food, Wellness und Design. Und diese Produkte sind auch besonders nachhaltig. Oftmals sind es Produkte direkt aus der Region, es sind vegane Produkte, Upcycling spielt auch eine Rolle und so weiter. Die Box kostet euch zwischen 30 bis 35 Euro pro Monat, je nachdem welche Abolänge ihr abschließt. Und jeden zweiten Monat habt ihr ein Goodie mit dabei, wenn ihr ein Jahresabo bei der Trendbox bestellt. Auch in diesem Monat müsste wieder ein Goodie dabei sein. Da bin ich gespannt drauf, was das für eins ist. Meistens ist der Warenwert über 90 Euro. Und ja, ich habe die Trendbox regulär im Abo. Ich habe ein Jahresabo abgeschlossen. Aber mittlerweile habe ich auch eine Kooperation mit Trendradar, wodurch ich eine Box verlosen kann. Und wenn ihr an der Verlosung teilnehmen möchtet, dann seid Abonnent meines Kanals. Das müsste auch bitte sichtbar sein. Gebt diesem Video einen Daumen nach oben und schreibt mir einen lieben Kommentar mit einem Hashtag, den ich mir jetzt während des Videos noch überlegen werde. Den werde ich dann am Ende verraten. Und unten in der Infobox findet ihr nochmal alles zum Nachlesen. Und ich habe einen Rabattcode, mit dem ihr 10% sparen könnt. Auch das schreibe ich euch in die Infos rein. Also falls ihr überlegt, euch die Trendbox zu bestellen, dann nutzt den gerne. Ich habe die Box jetzt hier einmal da. Ich habe sie noch nicht aufgemacht. Das mache ich jetzt erst. Wie immer haben wir hier diesen Blick. Da ist recyceltes Füllpapier drin und dann weißes Seidenpapier mit einem Kügelchen. Und hier haben wir den ersten Blick auf die Produkte. Zuerst möchte ich mich einmal diesem Magazin hier widmen, das habt ihr immer mit dabei. Dort sind auch alle Produkte abgebildet, Beschreibungen dazu und Preisangaben, das werde ich euch hier aber immer einblenden. Und dieses Magazin verrät uns auch das Motto in diesem Monat und das ist Botanical Garden. Ich mag das Motto, es läutet den Frühling ein, ich erhoffe mir schöne Düfte, ich erhoffe mir frische Farben bei den Produkten. Und ich schau mal, was sie hier in der Einleitung geschrieben haben zu diesem Motto. Hallo Frühlingsgefühle, deine Botanical Garden Box. Die Vögel tanzen zwitschernd in der Luft und die ersten farbenfrohen Blüten kämpfen sich an die Oberfläche. Wenn nach den kalten Wintermonaten die ersten warmen Sonnenstrahlen auf die Erde treffen, zaubern sie nicht nur ein Lächeln auf unser Gesicht, sondern wecken auch die Natur aus ihrem erholsamen Schlaf. Wir wollen den Beginn der schönen, farbenfrohen Jahreszeit mit dir zelebrieren und den Frühling gebührend begrüßen. Was passt dabei besser als eine Märzbox, die dich kulinarisch, aromatisch, gedanklich und auch praktisch in deinen eigenen botanischen Garten entführt? Wir wünschen dir viel Spaß mit deiner Botanical Garden Box und den nachhaltigen Produkten, die dich auf bunten Frühling einstimmen. Ja, eine schöne Einleitung, das gefällt mir. Ich schaue jetzt nur noch mal kurz hier auf die letzte Seite, denn dort wird immer verraten, was das Thema der nächsten Box ist. Und im April geht es um Feel Good, also fühl dich gut. Da lese ich mir später mal den Text noch zu, aber das wollte ich euch jetzt schon mal verraten haben. Und wir schauen uns jetzt die Produkte an. Als erstes habe ich jetzt hier einmal das Kärtchen, das habt ihr immer mit dabei, da steht drauf, wer euch die Box gepackt hat. Es gibt insgesamt 10 verschiedene Karten, also Nummer 1 bis 10, man kann die sammeln und mit etwas Glück dann eine Geschenkbox gewinnen. Ich habe schon so viele Karten da, mir fehlt allerdings die Nummer 8 und die Nummer 9 und ich glaube die Nummer 2. Und ich habe auch schon gehört, dass ganz, ganz vielen die Nummer 8 und die Nummer 9 und die Nummer 10 fehlt. Ja, die werden sie wahrscheinlich dann wirklich nur ganz vereinzelt reinpacken. Ich weiß, da gibt es auch so ein bisschen Unmut in diversen sozialen Medien, aber ich kann euch da wirklich nichts zu sagen. Ich weiß nur, dass mir die Karten auch fehlen und ich lasse das jetzt einfach mal so stehen. Wir schauen uns jetzt die Produkte an und womit ich starte, ist einmal das hier. Das sieht doch irgendwie sehr nostalgisch aus, finde ich irgendwie lustig. Ein Kaffeebecher, Believe in Yourself, steht hier drauf. Und dann sind da so Blätter, es ist grün.
Aber es hat hier leider eine Macke bei mir. Schade. Auf der anderen Seite macht es so ein bisschen das Ganze nostalgischer. Aber ich sehe auch hier innen ist an der gleichen Stelle das leider nicht mehr heile. Da ist die Emaille kaputt. Ich muss mal schauen, ob ich die anschreibe, mir das vielleicht umtauschen lasse. Das weiß ich nicht. Aber ich glaube, so soll das eigentlich nicht sein. An sich finde ich diesen Becher, diese Tasse ganz cool. Es ist mal was anderes als wie so eine ganz normale Tasse. Sie ist ziemlich leicht und gefällt mir vom Style. Es scheint auch direkt von Threadfeather zu sein, also ein Unikat. Das habt ihr auch immer mit in der Box. Ja, aber leider schade, dass sie kaputt ist. Das nächste Produkt ist einmal hier dieses bunte Tütchen und das gefällt mir sehr. Und auch das scheint direkt ein Unikat von Trendradar zu sein, denn wir haben hier deren Logo drauf. Und das ist ein Do-it-yourself-Garten-Set. Vielleicht ein paar Blumensamen zum Einpflanzen. Hier sind ja auch ganz viele Blumen abgebildet. Also die Verpackung gefällt mir sehr gut. Es ist wie so ein Briefumschlag, den mache ich jetzt auf. Und wir haben hier verschiedene Dinge drin. Die nehme ich jetzt alle mal hier heraus. Ach schön, wir haben hier Flower-Konfetti. Etwas Ähnliches hatte ich schon mal. Meine Ernte. Lass es regnen und wachsen. Mach dein Leben noch bunter. Und dann hat man hier so ganz große, runde Konfetti-Dinger. Und ich meine, in diesem Konfetti selbst sind so Samen drin. Blumensamen und die kann man einfach verstreuen. Das ist auch perfekt, wenn man zum Beispiel draußen eine Party macht, dann kann man sich mit diesem Konfetti bewerfen und das macht der Umwelt nichts, weil das Konfetti darf liegen bleiben. Es wachsen darauf Blumen und das finde ich richtig schön. Das freut mich. Dann haben wir hier noch Salat, Kiepenkerl, Profilinie, Salat, Kopfsalat. Schnellwüchsig, dunkelgrüne Köpfe. Ja, kann man sich seinen eigenen Salat anpflanzen. Ich habe leider keinen Garten. Ich muss mal gucken, ob das dann vielleicht auch auf dem Balkon klappt. Ob man das da auch machen kann. Ansonsten muss ich mir damit irgendwas einfallen lassen. Aber Kopfsalat esse ich gerne, von daher passt das auch. Und dann haben wir hier noch von Samenmeier ein Tütchen Rosenmalve. Erhalt der Artenvielfalt. Also da geht es darum, dass das speziell Pflanzen sind, die perfekt für die Bienen wohl sind, damit die weiterleben können, damit die Nahrung haben. Und ja, Rosenmalve. Ich weiß nicht, wonach das unbedingt riechen wird, aber es sieht bestimmt nett aus mit den rosanen Blüten. Also wir haben hier etwas zur Dekoration, etwas zur Nahrungsaufnahme. Und dann auch nochmal quasi Dekoration in Form von schönen Blumen. Ja, finde ich cool. Eine schöne Idee. Und das passt auf alle Fälle zum Thema Botanical Garden. Und darum freut mich das sehr. Als nächstes habe ich ein Produkt, das sich sehr stoffig anfühlt. Und sieht aus wie eine Flasche. Hills steht hier drauf. Das habe ich noch nie gesehen. Ach, wie cool. Eine Bottle Vase. Also eine Flaschenvase. Man sieht hier eine ganz normale Weinflasche abgebildet. Dann kann man dieses Tütchen hier drüber stülpen. Und dann hat man eine schöne Blumenvase für so eine einzelne Stielblume zum Beispiel. Okay. Ja, also das ist von unten geöffnet. Es ist ein kleiner Hingucker in jedem Fall. Es ist aber auch Geschmackssache, muss ich sagen. Gerade so auch dieser Braunton und so. Es ist, ja, ich weiß gar nicht so richtig, was ich dazu sagen soll. In jedem Fall etwas Besonderes. Waste to Product steht hier drauf. Also das scheint ein Produkt zu sein, was aus Müll hergestellt wurde. Also Upcycling spielt hier eine Rolle. Von daher begrüße ich das. Ob das jetzt einem gefällt oder nicht, das ist Geschmackssache. Ich bin da jetzt gerade noch so ein bisschen zwiegespalten. Ich muss mir das dann einfach mal in der Flasche anschauen, ein Blümchen reinstellen und dann werde ich mir ein Urteil bilden. Als nächstes habe ich ein Produkt aus der pflegenden Kosmetik, nämlich dieses Tübchen hier von der Marke Human and Kind. Da haben wir eine Moisturizing Facial Cream 2 in 1.
Diese Creme habe ich schon in meinem Backup. Es ist eine feuchtigkeitsspendende Gesichtscreme, die auch gleichzeitig so Fältchen minimieren soll, darum 2 in 1. Hier sind 75 Milliliter drin. Das ist eine ordentliche Größe für so eine Gesichtscreme. Normalerweise haben die ja nur so 30 bis maximal 50 Milliliter. Human and Kind hat immer ein wirklich besonders schönes Packaging, finde ich. Hier mit diesem Blau und Grün, das gefällt mir sehr gut. Ich habe diese Creme noch nicht getestet, ich kann nicht viel dazu sagen, aber da ich sie schon in meinem Backup habe, werde ich dieses Tübchen hier irgendwann mal in eine separate Verlosung packen. Sie ist in jedem Fall vegan, natural und tierfreundlich, also sehr schön. Ein silbernes Döschen habe ich jetzt hier als nächstes und das verrät auf den ersten Blick noch nicht so viel. Wir haben hier ein Etikett drauf, da steht einfach nur viel Text, ansonsten ist hier optisch nicht wirklich was zu sagen. Hier steht drauf fester Conditioner, also ein Produkt für die Haare. Mehr Volumen und Glanz, weniger statische Aufladung. Mit dem Conditioner sanft über die nassen Haare streichen. Einmassieren und einwirken lassen, anschließend ausspülen. 2-in-1 Produkt kann auch nur als Shampoo benutzt werden. Ah, okay. Also es ist sowohl Shampoo als auch Conditioner dann. Ich glaube, ich würde es zuallererst probieren als Conditioner, also mir ganz normal die Haare waschen und dann das als Conditioner auftragen. Und es sieht immer süß aus, wie so eine Praline. Und dann haben wir hier ein Muster drin. Das haben wir auch hier draußen. Das ist vielleicht das Logo von der Marke. Die habe ich jetzt hier noch gar nicht gelesen. Da, Naturseifenmanufaktur. Das ist die Marke. Das riecht zitronisch frisch. Ja, sehr zitrisch, sehr intensiv. Ich werde es ausprobieren. Ich habe noch nie ein festes Shampoo oder einen festen Conditioner verwendet. Das muss ich ausprobieren und testen und dann werde ich euch berichten. Jetzt habe ich etwas für den Hunger zwischendurch, nämlich einmal diesen Riegel Fruchtproviant. Eine Bio-Fruchtschnitte aus Trockenfrüchten, das klingt gut, mit 16% Aronia-Beeren. Ich liebe Trockenfrüchte, das heißt, diesen Riegel werde ich auch in jedem Fall testen und vernaschen. 40 Gramm sind hier drin und ja, was haben wir denn hier genau drin? Bis Oktober 2020 haltbar, es ist vegan, es enthält 318 Kilokalorien auf 100 Gramm. Und hier versteckt sind die Zutaten. Bio-Fruchtschnitte aus Trockenfrüchten mit 16% Aronia-Beeren. Rosinen sind drin, das zum größten Teil, nämlich 74%. Dann die Aronia-Beeren. Himbeerstücke sind auch mit drin. Pladen, Kokosfett, Kokosraspel, Blaubeeren. Und dann war es das auch schon wieder fast. Ja, ich werde ihn testen. Die nächste Marke ist mir bei Trendradar in letzter Zeit öfter mal über den Weg gelaufen, nämlich Rabenhorst Maracuja, natürlich sauer, 100% Bio-Direktsaft. Und dann sind da Maracuja-Früchte noch mit abgebildet und das ist jetzt zum Kochen, Verfeinern und Mixen auch gedacht. Bitte vor dem Öffnen die Flasche schütteln. Da hatten wir, ich glaube, das war in der Office-Box, diesen Ingwersaft gewesen, den ich auch schon in der anderen Box von Trendradar mit drin hatte. Und eine liebe Abonnentin hatte mir mal geschrieben, dass sie sich die Säfte mit auf die Arbeit genommen hat und dann macht sie sich da immer ein Schlückchen in ihr Wasser rein. Also sie macht quasi ein Geschmackswasser aus ihrem normalen Wasser und die Idee fand ich doch richtig gut und das glaube ich werde ich auch machen, sowohl mit dem Ingwersaft von Rabenhorst als auch jetzt hier mit dem Maracuja-Saft. Ich liebe thailändisches Essen, auch besonders wenn da rotes oder grünes Curry mit drin ist und darum freue ich mich ganz besonders, dass ich einmal das hier in der Box habe. Fairtrade Original thailändisches grünes Curry von Khun Orachan, eine Gewürzbäuerin. Wir haben hier eine Gewürzpaste aus Pattumthani, Thailand. Und es ist mild. Also hier ist eine Chilischote von dreien abgebildet. Ich werde hier die Packung mal aufmachen. Vielleicht sehen wir dann das Produkt noch ein bisschen besser. Ja, wir haben jetzt hier so eine ganz normale Currypaste, die so gelblich-grün ist.
freue ich mich drauf, das zu verwenden. Ich schaue mal, für was sie hier das vorschlagen. Aus dem schwarzen Wok kommt ein herrlicher Geruch. Unsere Gewürzbäuerin Kun Orachan füllt drei Schalen. Lecker? Fragt sie. Wir sind begeistert von dem Geschmack. Dies ist das Curry, das du auch gleich probieren wirst. Dann steht hier eine Zubereitung. Da kann man Fleisch oder Fleischersatz oder Fisch nehmen. Den soll man in Stücke schneiden. Die Gewürzpaste kurz bei hoher Temperatur im Wok zubereiten, das Fleisch dazugeben, Wokgemüse dazugeben, das Ganze anbraten, mit Kokosmilch ablöschen, schmoren lassen und dann kann man noch Reis oder Nudeln dazu servieren. Das klingt doch sehr lecker, das werde ich ausprobieren. Das nächste Produkt ist einmal hier dieses weißgelbe Schächtelchen von Scream Cream. Da hatte ich mal ein Rasieröl. Das war so ein kleines gelbes Fläschchen. Das hier ist ein Rasiergel 2 in 1 für Gesicht und Körper mit Pfingstrose, Aloe Vera und Hyaluronsäure. Und 100 Milliliter sind hier drin. Ich muss gestehen, das Rasieröl war nicht so ganz meine Welt, aber darum freue ich mich jetzt, dass ich jetzt hier das Rasiergel habe. Denn ich glaube, damit kann ich einfach viel mehr anfangen. Rasur und Pflege für empfindliche Haut steht hier nochmal drauf. Das Scream Cream Soft Shave Face and Body Rasiergel ist besonders sanft formuliert und deshalb auch besonders gut für die Rasur störender Härchen im Gesicht geeignet. Pfingstrosenextrakt beruhigt die Haut und Hyaluronsäure spendet der Haut Feuchtigkeit für ein gepflegtes, glattes Hautbild. Der Sommer kommt. Dann ziehen wir wieder mehr kurze Röckchen an. Die Beine wollen dann auch hübsch rasiert sein. Ich rasiere sie mir sowieso das ganze Jahr über. Also ein Produkt, was man immer gebrauchen kann, denke ich, besonders jetzt, wo es wärmer wird. Wie lecker! Als nächstes haben wir hier ein Cookie in der Box. Organic Vegan Cookie Cat Vanilla Choc Chip mit Cashew und Oat Cookie, glutenfrei, sojafrei, palmölfrei und erdnussfrei. Der sieht ganz lecker aus, wie so ein Vanillecookie mit Schokostückchen. Er hat 250 Kilokalorien pro Portion, 50 Gramm sind das, also genau das, was der Cookie hier auch wiegt. Und ja, bio-veganer Keks mit Schokoladenstückchen und Vanille. Zutaten: glutenfreie Haferflocken, Cashew, Kokosblütennektar, Kokosraspel, Schokoladenstückchen und so weiter. Das klingt sehr, sehr lecker. Ich glaube, das ist so eine Geschichte, die ich mir gerne mit zur Arbeit nehme. Dann kann ich dazwischendurch ein bisschen Nervennahrung naschen. Wird getestet. Das nächste Produkt ist etwas zum Putzen. Wir haben einmal hier diese Bürste von Fackelmann Nature, steht hier mit drauf. Und hier hinten wird es als Spülbürste beschrieben. Ich glaube, das ist aber auch perfekt so als Bürste für zum Beispiel Pilze geeignet. Die soll man ja nicht waschen unter Wasser, sondern nur vom Schmutz abbürsten. Und das hat eigentlich so die perfekte Form und Größe. Ich schneide das hier mal auf und nimm das mal richtig in die Hand. Ja, das ist eigentlich so die perfekte Bürste, wie ich sie auch aus meinem Lehrbetrieb kenne. Ich habe Hotelfachfrau gelernt, die man so gut in die Hand nehmen kann, um dann halt zum Beispiel Champignonköpfe abzubürsten, damit sie vom Dreck befreit sind. Und die Borsten sind entsprechend relativ hart, also man muss aufpassen, dass man nicht zu viel Druck anwendet. Aber ich glaube, dafür ist die perfekt geeignet. Das nächste Produkt ist das Produkt, was alle Abonnenten bekommen, die ein 12-Monats-Abo abschließen, die also in jeder zweiten Box, also in jedem zweiten Monat ein Goodie dabei haben. Und diesmal ist es diese Tube hier, ein pflegendes Produkt von Raunsborg. Pink Rose Body Lotion Nordic, also eine Body Lotion mit pinker Rose. Das klingt sehr schön vom Duft. Ich werde da gleich mal dran schnuppern. 75 Milliliter sind hier drin und das ist eine Marke aus Dänemark. Und Body Lotion finde ich immer gut. Das ist hier noch extra verschweißt. Ich verbrauche echt viel Body Lotion. Also im Vergleich zu Duschgel bestimmt das Doppelte, weil man halt auch für seinen Körper mehr braucht als wie jetzt vom Duschgel und mein Backup an Body Lotions ist deutlich kleiner als wie bei Duschgelen. Darum freue ich mich wirklich. Ich habe jetzt einmal hier die Versiegelung abgemacht und jetzt werde ich mal dran riechen.
Es kommt hier rauschend an meine Lippe ran. Haha. Ich mache das jetzt hier mal auf den Handrücken. Es ist eine weiße, leichte Creme. Die fühlt sich ganz leicht und leicht kühlend an. Also eigentlich ganz typisch von der Konsistenz auch wie so eine Bodylotion ist. Und ziemlich blumig. Passend zum Motto. Rose, ich bin jetzt nicht so der Duftexperte, was die einzelnen Schnittblumen betrifft. Pinke Rose, ob das jetzt pinke Rose ist. Rosenduft ist für mich eigentlich nochmal anders, aber pinke Rose ist ja auch nochmal eine andere Art und von daher, es riecht in jedem Fall blumig. Sehr schön, gut und passend für den Frühling und es ist aber auch nicht zu aufdringlich oder so. Es ist ein schöner Duft und diese Bodylotion werde ich darum gerne verwenden. So ein Mist, ich habe gerade gesehen, dass sich meine Mascara abgestempelt hat. Ich weiß natürlich nicht, ob das von Anfang an des Videos ist oder nicht. Sehr peinlich. Ich habe es jetzt erstmal weggemacht. Tut mir leid. Das hat die Mascara noch nie gemacht. Ich weiß nicht, woran das jetzt liegt. Ich glaube, so geht es jetzt wieder. Ärgert mich gerade ein bisschen, weil ich halt auch nicht weiß, ab wann. Ich werde jetzt aber definitiv nicht das ganze Video neu drehen, weil ja der Moment des ersten Entdeckens der Produkte dann komplett fehlt. Also von daher, verzeiht's mir bitte. Ich glaube, so geht es jetzt wieder und ich mache jetzt einfach mal weiter. Wir haben noch zwei Produkte und das vorletzte ist jetzt einmal dieses hier. Und da haben wir Kokosblütenzucker, Bio-Kokosblütenzucker von Nurafit. Und Kokosblütenzucker ist eine sehr schöne Alternative zu ganz normalen weißen Zucker. Er enthält auch deutlich weniger Kalorien, soweit ich weiß. Also hier sind es 377 Kilokalorien pro 100 Gramm. Ich weiß jetzt nicht, wie viel es beim normalen Zucker sind, aber das suche ich euch gerne raus und dann blende ich euch das hier ein. Natürliches Süßungsmittel steht hier drauf, die gesunde Alternative zum weit verbreiteten weißen Zucker. Habe ich ja gerade gesagt. Ich hatte es vorher noch nicht gelesen, wirklich nicht. Das Produkt ist 100% natürlich und bio. Der unraffinierte Saft wird aus reinem Blumenblütennektar des Kokosnussbaums gemacht, der reich an Enzymen, Essigsäure, natürlicher Hefe, Aminosäuren, Vitaminen und Mineralstoffen ist. Der Kokosblütenzucker ist insbesondere für Diabetiker zu empfehlen, auch Kinder und Schwangere können dieses Produkt ohne Bedenken genießen. Das ist auch so eine Geschichte, die kann man sich gut in Kaffee zum Beispiel reinmachen und, oder ins Gebäck damit backen, kann man damit auch. Das wird auch getestet einfach. Und jetzt habe ich hier noch ein allerletztes Produkt und ich weiß, viele von euch mögen diese Marke, diese Lippenpflege. Und zwar haben wir hier von Be Natural ein Lippenbalsam und der ist in der Richtung Coconilla, also Kokos und Vanille. Ja, Kokos und Vanille steht hier hinten drauf. Das ist so ein Lippenpflegeprodukt, was ich ganz gut finde, aber wo ich bessere noch kenne. Also es ist jetzt nicht so mein favorisiertes Produkt. Ich weiß, viele von euch mögen den gerne und darum werde ich den einfach in die Verlosungskiste packen. Und wenn ich dann demnächst mal eine separate Verlosung mache, dann werdet ihr den wiedersehen. So, wir haben alles ausgepackt und ich ärgere mich gerade immer noch über die verschmierte Mascara. Es tut mir so leid, aber es ist jetzt so. Insgesamt finde ich die Box sehr stimmig vom Thema Botanical Garden. Die Vase hat was damit zu tun, die Blumensamen auf dieser Tasse, die ist entsprechend gestaltet. Auch diese Bürste, wenn man sie jetzt zum Beispiel zum Pilzereinigen hernimmt, hat es was mit Garten zu tun. Kokosblütenzucker auch. Insgesamt eine sehr schöne, stimmige Box. Mir gefallen die Produkte. Besonders gespannt bin ich hier auf den festen Conditioner, weil ich so etwas noch nie ausprobiert habe. Das ist hier eine richtig tolle Marke und das ist doch ein richtig klasse, tolles Goodie. Also ich glaube, da kann man sich nicht beschweren. Es ist eine gelungene Box. Ich werde euch jetzt hier einmal den Gesamtwert einblenden. Mal schauen, wie hoch der ausfallen wird. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Hier könnt ihr
gerne mal noch in zwei weitere Videovorschläge reinklicken, wenn ihr Lust habt. Und hier könnt ihr meinen Kanal kostenfrei abonnieren, falls ihr das nicht eh schon getan habt. Und denkt dran, wenn ihr an der Verlosung teilnehmen möchtet, wäre das auch Voraussetzung. Ich würde sagen, als Hashtag nehmen wir Botanical, also passend zum Thema Botanical Gaben. Auch das schreibe ich euch nochmal in die Infos mit rein. Schaut da gerne vorbei. Ich darf mich an dieser Stelle ganz herzlich bei euch fürs Zusehen bedanken. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch ganz viel Gesundheit und alles Liebe. Eure Nicole.